Lieber Herr Masucci, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview zum Film Tödliche Geheimnisse. TTIP. Das klingt ja nach einem sehr komplizierten, beinahe öden, langweiligen, zumindest aber sperrigen Thema für viele. Warum vermittelt der Thriller dieses Thema spannend? Weil er die Verhältnisse unter den Menschen beleuchtet. So, ne? Das sind alles sehr einsame Figuren, die versuchen zu investigieren da. Zusätzlich zu der politischen Komponente kommt nochmal eine menschliche Komponente. Und die macht es dann, glaube ich, einfacher, diesem komplexen Gebilde zu folgen. Whistleblower, Helden oder Anti-Helden? In jedem Fall Helden, weil sie ja weil sie in Kauf nehmen, dass sich ihre Lebenssituation drastisch verändert. Ne? Weil unsere Gesellschaft im Moment nicht in der Lage ist, solche Menschen, die Geheimnisse verraten, die eigentlich für uns sehr wichtig sind, dementsprechend zu würdigen, sondern sie werden eigentlich immer bestraft dafür. Es gibt, wie auch Snowden hat, den Schutz, den wir ihm gegeben haben, den wir ihm geben hätten können, den hat er nicht bekommen von uns, ne? Sondern die Gesellschaft schließt die aus, genau wie bei Dopingfällen oder diese Dopingsünder, die dann auspacken, werden eigentlich ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Deswegen ist es so eine zweischneidige Sache, ein Whistleblower zu sein. So, ne? Man wird dafür nicht belohnt. Nicht nur die mächtigen Konzernbosse und dargestellt von Katja Riemann und Whistleblower, gespielt von Ihnen, bekommen ihr Fett weg im Film, sondern auch Journalisten aufgrund ihrer Unglaubwürdigkeit, sprich Käuflichkeit. Wie realistisch ist das Ganze wohl? Und Anschlussfrage, trauen Sie den Medien? Ich glaube, man muss zwischen den Zeilen lesen, bei den Medien oft. Man muss oft zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, dass gerade im Fall von TTIP viel verhandelt wird zwischen den Zeilen, wenn man da mal so wenn man da mal so reinguckt in die Zeitung, ich habe nur das Gefühl, die senden sich da versteckte Botschaften. Da wird auch über die Medien schon verhandelt. So. Und gleichzeitig sagen die Medien natürlich, auf der einen Seite wollen sie aufdecken, auf der anderen Seite sind sie auch käuflich. Das ist gerade eine schwierige Zeit für den Journalismus, glaube ich. Es wird eine Fortsetzung geben von Tödliche Geheimnisse. Sind Sie wieder dabei und was lässt sich schon sagen über das Projekt? Ja, ich bin wieder dabei und das wird, wir werden in Südafrika drehen. Das lässt sich sagen. Agrarkonzern, Chemiekonzerne, starke Konflikte. Ich werde auf Katja wieder treffen. Das wird, da gibt es einiges zu verhandeln unter uns so und das ist in einer sehr guten und bösen Weise. Die Suche nach dem Sohn geht weiter, jetzt, was meine Figur betrifft. So. Der versucht seine Freiheit wiederzufinden, seinen Sohn wiederzufinden. Und es ist ein sehr spannendes Buch. Inwiefern ist das Ganze auch eine Family Reunion, weil Sie als Team schon zusammengewachsen sind während der Dreharbeiten für Tödliche Geheimnisse? Na, wir sind ja als Team auch schon zusammen mit Katja, habe ich es richtig, das ist dann der vierte Film. So. Und mit Lina habe ich Theater gespielt schon vor sehr langer Zeit, ein sehr langes Stück, das damals 12 Stunden ging. Und habe mit der auch schon mal in Salzburg ein Stück, das gleiche Stück gemacht, haben wir zusammen gewohnt. Also Anke kenne ich eigentlich, habe ich jetzt kennengelernt, so immer sehr bewundert für das, wie sie das deutsche Fernsehen erheitert hat. Und auch sehr schön, sie in so einer Rolle zu sehen, finde ich jetzt. Und insofern ist das mit den Kollegen toll. So, und da freue ich mich auch, die wieder zu treffen dort und mit denen die eine oder andere Caipirinha am Strand in Südafrika zu trinken. Vielen Dank für das Interview.